Und gelacht und geklatscht werden konnte, nicht nur in der Kulturbühne am Bach. Dafür war am Wochenende auch das Theater am Saumarkt in Feldkirch eine gute Adresse. Dort sind die drei Friseure auf der Bühne gestanden und haben ihr neues Album vorgestellt. Und der Titel könnte dieser Tage auch für manch einen Politiker passen. Es gibt immer einen Weg. Drei Friseure, alle drei im Haus. Neuer Mantel, neue Show, ausverkauft. Wir haben das Rolls-Royce, wir haben das Bling-Bling. Alles klar, dass wir die Rap-Kings sind. Wenn die Musiker mit ihren selbstgewählten Namen Dr. Love, McCutts und Baba Sakko die Bühne betreten, dann ist Entertainment garantiert. In aller Unbescheidenheit wird im Frontalvortrag auch das Erfolgsgeheimnis des wohl bekanntesten Friseurtriers erklärt. Ihre Groupies besuchen die Friseure schließlich aber selbst. Ich bin total begeistert davon. Super. Und der Honest, der Arzt, das ist unser Hausarzt. Sehr musikalisch, hochmusikalisch. Ich bin sehr überrascht. Ja, taugt mir. Sein Studium hat Ulrich zwar verpennt. Kritische Texte und viel Humor vermischen sich auf dem fünften Album der drei Friseure, genauso wie die Musikstile, die von Rap bis hin zum Schlager reichen. Es muss ja nicht immer einem strikten Schema gefolgt werden. Wir sind da sehr frei. Wir grasen alles ab. Und wenn sich ein roter Faden ergibt, dann spulen wir den auf. Aber gewollt ist das eigentlich nicht. Das neue Programm präsentieren die drei Friseure noch einmal am kommenden Freitag im Kulturverein TIC in Dornbirn.